Heute gehen wir in Overground in Basel. Da drin gibt es atemberaubende Ninja Warrior Hindernisse, epische Parkour Challenges und einen spektakulären Trampolinpark. Gehen wir an den Start vom Stage 3 Parkour, der mega schwierige Klettergriffe hat. Der Chris zeigt mir jetzt, wie man korrekt wie bei Ninja Warrior die Himmelsleiter macht. Das da hinten ist die Wand in Original Ninja Warrior Größe und ich muss jetzt da hoch und das Glöckli rüten. Im Overground Basel kann man auch Chase Tag spielen. Da drin kann man ein Fangis machen auf einem riesigen Parkour mit Hindernis. Und da spiele ich jetzt gegen den Parkour-Weltmeister, den Chris. Im unteren Stock vom Overground gibt es Trampolin, Parkour und Airbag. Und da haben wir eine Mega-Mutprobe. Das ist der höchste Punkt, wo ihr im Overground Basel runterspringen könnt. Das hier ist der Kamin. Da könnt ihr in einem Klettergestell gesichert über 5,5 Meter mit Händen und Füßen hochklettern. Und ihr habt hier einen Speed-Parkour mit 40 Meter Länge mit olympischer Größe. Und ihr habt im Overground Basel sogar noch einen Trampolin-Park mit vielen Trampolins und Tricks. Danke dir für mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei dir, Praktikant.